zack, zack, zwischen Baumstämmen durch. Servus Freunde und willkommen im Trail Center Rabenberg. Hier bin ich heute wieder mit meiner Frau Anna, da hinten. Und wir fahren hier heute eine Runde. Und zwar fahren wir heute den Border Trail. Wir sind nämlich ganz nah an der tschechischen Grenze und hier schauen wir uns heute die Trails mal an. Richtig cool ist, hier gibt es sogar einen Trail-Ticket-Automat. Das fängt ja schon mal mit dem Krachen an. Wuhu! Also Leute, willkommen im Trail Center Rabenberg. Anna und ich waren hier schon ein paar Mal. Das heißt, wir kennen uns ein bisschen aus und wissen, was uns hier erwartet. Heute fahren wir eine der ausgeschriebenen Routen hier. Genau genommen fahren wir den Border Trail. Der Border Trail ist 14,8 Kilometer lang und hat knapp unter 500 Höhenmeter für den heutigen Tag. Ist also eine schöne Einstiegsroute, wenn der Tag schon halb angefangen hat oder halb rum ist. Der Trail Center Rabenberg ist eigentlich ein Sportcenter Rabenberg und hat also noch viele andere Sachen, wie ihr zum Beispiel hier seht, gibt es hier auch noch einen ganzen Klettergarten. Wuhu! Wer sich an die Schilder im Trailraum Brion erinnert, wird sehen, dass das so ziemlich genau derselbe Stil ist, auch mit demselben Logo. Unterschied hier ist, wir haben mehr Routen und wir fahren ja den Border Trail, also rot-blau die Tour für heute. So, wir sind jetzt auf dem Flowing Ten Trail. Warum auch immer der so heißt, aber das ist ein Trail, der geht sowohl bergauf als auch bergab, aber natürlich nur in eine Richtung befahrbar. Hui! Wie man hier gleich eindeutig erkennen kann, sind diese Trails natürlich alle angelegt. Das heißt, das Flow-Level ist enorm hoch. Hier kann man es richtig schön laufen lassen, einfach nur. Hui! Oh ja! Wenn man hierher kommt, parkt man direkt oben am Sportcenter und hat dann eben ganz am Anfang erstmal ein paar Meter Downhill. Mir gefällt's. Ich mag das so. Andere erkämpfen sich ihren Downhill erstmal, aber wir müssen den uns dann halt später erkämpfen. Wuhu! Oh Mann! Wuhu! Oh, ist das schön. Ein bisschen nass ist es noch, aber das stört uns nicht. Nach dem ersten Trail geht es dann über solche Transferwege wie hier, diese Forststraßen. Erstmal ein Stück weiter, hauptsächlich dann wieder, um Höhenmeter gut zu machen, also bergauf. So, runter von der Forststraße, rauf auf den Uphill-Trail, der sich Green Deer Climb nennt. Und hier, so wie wir es bei vielen Uphill-Trails kennen, sich in Serpentinen langsam aber sicher den Berg hochkämpft. Hier im Sportcenter Rabenberg und in Schottland habe ich diese Uphill-Trails zu schätzen und lieben gelernt. Weil es einfach so viel angenehmer ist, hier hochzufahren. Vor allen Dingen auch so viel spannender, als über Forststraßen sich Höhenmeter hochzukämpfen. Oh. Nächster Uphill-Trail ist der Miners Trail mit einem happigen Anstieg direkt am Einstieg. Danach, wie gewohnt, wieder entspannt in Serpentinen den Berg hoch. Der Bikepark hier hat seine eigene Single-Trail-Skala, nach der er die Trails in unterschiedliche Kategorien einsortiert.
Die geht von 1 bis 6, wo 1 das einfachste ist und 6 das schwierigste. Und dieser Trail, den wir jetzt hier fahren, hat eine 2 bekommen, ist damit im flowigeren Bereich, im einfacheren Bereich der Trails, die hier lang gehen. Wow, ist das schön. Hui. So, nächster kurzer Downhill-Trail. Magic Moments heißt der hier. Eine 1 auf der Flow-Skala, also sehr, sehr einfach. Hier kann man also auch einfach wieder laufen lassen. Oh ja, der macht auch gut Laune. Juhu! Zack, 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 Gas, Gas, Gas. Wuhu! Und Wurzeln. Und weiter geht's im Flow. Oh ja. Wie ich ja schon sagte, es ist nicht das erste Mal, dass ich hier bin, in diesem Bikepark oder in diesem Trail Center. Und das hat seinen Grund, weil der richtig viel Laune macht. Huhu. Boah. Auch die Jumps hier kann man rollen. Oder die Drops, das war jetzt kein richtiger Drop. Das war ja eher so eine Mischung aus Jump und Rampe. Kann man alle entweder umfahren oder drüber rollen. Man muss also nicht unbedingt springen. Auch wenn ich springen natürlich bevorzuge. Selbes gilt für diesen kleinen Stein gerade eben. Woo! Zack! Nächster Trail ist Fablewood und hier auf der Flow Tricky Scale sieht man, dass der eine 2 hat. Der Trail Center hier, ihr habt es ja vorhin schon gesehen, hat einen Ticketautomaten bzw. verlangt Eintritt. Und bei dem riesen Streckennetz, was es hier gibt, den ganzen verschiedenen Trails, die man auf vorgegebenen Routen oder frei Schnauze fahren kann, finde ich das ganz okay. Für ein Tagesticket wird hier 7,50 Euro pro Person verlangt. Oder wenn man so campt, wie Anna und wir, wird es günstiger. Oh yeah. Oh, durch eine kleine Schlucht durch. Oh, ein bisschen schlammig ist es hier drin. Hier hat das Wasser auch keine Möglichkeit, richtig abzutropfen. Die Runde, die wir fahren, habe ich ja schon gesagt, heißt Border Trail. Und die heißt deshalb Border Trail, weil sie genau an der tschechischen Grenze am Ende vorbeigeht. Huch, wieder ein bisschen bergauf. Hui, Spurwechsel. Und wieder zurück. Oh, ist das schön hier. Oh, Steilkurven. Oh ja. Ah. So, und guck mal hier. Wir haben uns jetzt hier gerade Fablewood runtergekämpft. Und direkt hier haben wir die deutsche Seite und hier haben wir die tschechische Seite. Hier ist genau die Grenze. Das heißt, wir sind hier am Randgebiet von Johanngeorgenstadt, also direkt an der tschechischen Grenze. Was man hier auch auf der Karte erkennt, sind, dass hier überall Nummern sind. Mit diesen Nummern kann man sich zurechtfinden auf dem Trail, wenn man gerade nicht weiß, wo man ist. Weil an jedem einzelnen Schild steht diese Nummer auch ausgeschrieben. So, jetzt sind wir auf der Electric Line. Auch wieder mit 1 bewertet. Also total einfach zu befahren. Und viele dieser Trails hier in Rabenberg sind sehr gut befahrbar. Also egal, ob man mit dem Hardtail unterwegs ist. Oh, Pfütze! Oder mit dem Fully. Oh, jetzt habe ich die Wallride verpasst. Naja, passiert, ne? Die nehme ich aber jetzt noch mit. Ui. So, wir sind auf dem nächsten Trail. Der Rattlesnake Alley.
Und das ist der Trail, auf dem Anna quasi zum ersten Mal so richtig Trails geschnuppert hat. Das ist Teil des Taster Loops, der kleinsten Tour, die es hier gibt. Und ist super einfach zu fahren und macht trotzdem massiv Laune. Hui! Der ist neu. Wuhu! Hoppala! Danger, Gefahr. Brücke. Ach was, alles halb so wild. Mensch, ich könnte hier immer wieder fahren. Hoppala. Schöne Trails mitten durch den Wald. Mit so ein bisschen die Möglichkeit zu pumpen. So, wir haben die Route ein bisschen abgeändert. Die letzten paar Meter fahren wir jetzt über Final Flow. Einfach nur, weil dieser Trail auch ein bisschen spannender ist als das normale Ende von der Border Trail. Genau. Wuhu! Zack, zack, zwischen den Baumstämmen durch. Und über die Pfütze Abkürzung genommen, Strava-Line quasi. Zwischen den Bäumen durch. Hui! Oh ja, nicer Trail. Links von mir seht ihr jetzt schon die Sportanlagen vom Trail Center Rabenberg, was eigentlich ein Sportcenter ist, weil es hier nicht nur Trails gibt, sondern auch eine ganze Menge. Hier gibt es zum Beispiel auch Sportplätze, einen Klettergarten, den habt ihr ja am Anfang vom Trail gesehen, und auch ein Schwimmbad und viele Kurse. Also eigentlich sind hier alle Sportarten vertreten und natürlich ist im Winter hier dann auch Langlaufen möglich. Hier gibt es auch noch mal einen Testparcours, wo man seine Skills üben kann. Zum Beispiel über Steine zu fahren. Und es gibt den obligatorischen Pumptrack natürlich. Ist ganz schön anstrengend, so ein Pumptrack. So Freunde, das war jetzt der Border Trail hier im Trail Center Rabenberg. Mir hat die Strecke richtig gut gefallen und ihr wisst, ich sage das oft, aber ich bin hier öfters und jedes Mal machen diese Trails wieder Spaß. Weil das Gesamtpaket stimmt einfach. Wir haben hier einen Campingplatz, es gibt hier Essensmöglichkeiten, es gibt hier einen Bike Wash, man kann Bikes ausleihen, es gibt hier noch so viele andere Sachen und natürlich ist um die Ecke direkt der Downhill-Park Klinovec, den ich euch in den nächsten Videos auf jeden Fall auch noch vorstellen möchte, was anders und mein Lieblings-Downhill-Park ist. Also diese Strecken und diese Tour heute gefällt uns wirklich gut. Und wenn ihr Lust habt, weitere Trails zu sehen, bleibt dabei, weil das nächste Video wird euch noch eine weitere Strecke um den Trail Center Rabenberg hier zeigen, weil wir heute nur den Border Trail gemacht haben. Also lasst ein Like da und natürlich freue ich mich wie immer über jedes Abo. Unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich auch wie immer die GPS-Daten dazu, sowie den Link zum Trail Center Rabenberg. Also, bitteschön. Danke. Prost. Prost. Bis zum nächsten Mal. Cheers.